Es war ja die Begründung auch, dass es eben Wochen dauert, diese Files zu entschwärzen. Und als juristischer Laie fragt man sich da ja, was dauert denn da Wochen? Müssen die das jetzt ausradieren alles oder wie funktioniert das? Also mit Adobe Pro geht es relativ einfach. Ich mache das ständig in die andere Richtung. Ich schwärze ja auch, aber halt personenbezogene Daten und alles andere gehört nicht geschwärzt. Da wird mit solchen Tricks gearbeitet, dass es die Menschen vergessen, so wie man es ja auch während dieser ganzen Maßnahmenkrise schon gemacht hat. Man kriegt irgendwann in 3 oder in 4 Jahren recht, dann ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen und so arbeiten die.